Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LS22 Agrar GmbH auf der nordfriesischen Marsch. Ja, letzte Folge, meine kleine Timelapse-Folge. Gewisses Chaos, weil ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz wusste, wie das jetzt hier ein bisschen strukturieren sollte. Was den ganzen Maschinenfuhrpark angeht. Aber jetzt sind wir jetzt langsam on Tour. Jetzt gerade so am Überlegen, ob ich vielleicht zuerst die hauseigenen Flächen eben dünge und dann mich um die Missionsfelder kümmere. Also an sich wäre das ja eigentlich das Logischere und sinnvollere. Ich glaube, das können wir auch sogar gut machen. Müssen wir mal gucken, Missionsfelder. Welche habe ich da eigentlich überhaupt noch offen? Feld 17. Was ist denn eigentlich Feld 17? Das ist hier hinten, glaube ich, 1. Das ist das quadratisch praktisch Gute. Gut zu wissen. Ja, letzte Folge, glaube ich, auch so ein bisschen herausgefunden. Dass es so ist, wenn man ein Feld mit einer Scheibenegge unterarbeitet, dass man keine Düngestufe kriegt. Ich weiß nicht, ob es ein genereller Giants Bug ist oder ob das eventuell sogar mittlerweile so ist, dass man wirklich Düngestufe dann nur dann kriegt, wenn man mit bestimmten Geräten darüber gefahren ist. Gut, will ich eigentlich dann ausschließen. Kann ja durchaus mal passieren. Aber fällt halt so spontan ziemlich auf. Und dann düngen wir einfach mal die Felder. Zum einen hier Feld 9. Zum anderen im Nachhinein. Dann noch Feld 6, also unsere Wiese am Hof. Und ja. Dann geht es auf die Missionsflächen. In der Hoffnung, noch mal ein bisschen Geld zu verdienen. Weil nicht nur die Hoffnung. Ich denke mal, das ist auch ziemlich sicher sein wird, dass wir ein bisschen Geld zusammenbekommen werden. Würde mich sonst schon schwer wundern. Aber was das für ein Unterschied ist, ob man mit Kalk streut oder Dünger. 14,5 zu 24 Meter. Also das ist ein ordentlicher Unterschied. Gut, ich hätte jetzt zum Beispiel für das Feld hier auch sagen können, gut, ich schmeiße noch ein bisschen Dünger hinten rein. Die Einzelkorn, aber zum Zeitpunkt habe ich glaube, da habe ich bis dato noch nicht richtig nachgeguckt, ob hier eine Düngestufe tatsächlich drauf gekommen ist oder nicht. Von daher ist das dann natürlich so eine Sache. Da hat man so ein bisschen erkannt, welche Ecken mehr oder weniger sauber mitgedüngt wurden und welche mal abgemäht wurden und welche nicht. So, und klingt es, glaube ich, etwas sinnvoller. Die kleinen Wiese, die sieht eigentlich auch gar nicht so schlecht aus. Gucke ich mir gleich mal eben kurz an. Gut, wir haben generell kein Geld für neue Felder und dergleichen. Aber nur mal interessenzeitshalber. Feld 28, 100.000, lass das hier noch sein mit 150.000. 250k, dann hätte man hier sogar zwei Wiesen. Die Eche an sich eine schöne, angenehme Größe haben. Also da kannst du auch gut mit kleinen Gerätschaften arbeiten. Vor allem, wenn ich schon sagen muss, die Marsch, das ist eine Karte für große Maschinen. Auf alle Fälle. Ja, ich habe auch ein paar Mods mit reingenommen, zwei neue. Der eine ist im Bereich der Feldhäcksler. Ein Rosselmarsch, dafür habe ich den 800er Jaguar rausgeschmissen, weil ich da festgestellt habe, dass die Standard Class Pickup, beziehungsweise das Class Disco zum Getreidehäckseln, dass das nicht gerade sonderlich schön aussieht. Also da schwebt der Teil irgendwo mitten in der Luft.
Bei MySQL, es geht dann auch vom Aussehen, aber ansonsten ist das ehrlich gesagt nicht gerade das schönste Bild. Aber ich denke mal, so ein Rostelmasch, das ist glaube ich auch was Feines. Preis-Leistung top. Und ich denke mal, an sich hier für den Hof auch vollkommen ausreichend. Wobei aktuell sind wir eigentlich noch so an einem Stand der Dinge, wo man sagt, okay, selbst der ist noch zu groß. Aber ich habe einfach irgendwie Bock auf MySexeln. Keine Ahnung wieso, aber das wäre schon mega cool, muss ich sagen. Von daher müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Vor allem dann finanziell, das ist eigentlich so der entscheidende Faktor. Denn irgendwo muss das Geld ja herkommen. Mit aktuell 50.000 am Tag an Kredit, gut, das ist jetzt für das eine Jahr, das zweite sind in Anführungsstrichen nur 40.000, aber selbst das macht sich schon irgendwo bemerkbar. Stimmt, da fällt mir ein, ich habe noch nicht die Ballen gezählt. Dann hätte man vielleicht da nochmal gucken können, wie viel Geld uns die Ballen im Winter geben werden. Und auch nicht vergessen, ungefähr 1.000 Euro pro Ballen. Ich glaube, es sind irgendwo 130, 40, würde ich jetzt mal schätzen. Also, sagen wir mal, 140.000 Euro. Das wäre natürlich vor allem im Bereich des Kredits natürlich schon eine immense Erleichterung. Wenn da für knapp 3 Monate das Geld reinkommt. Und zwischendrin natürlich ein paar Düngemissionen, denen wir uns über Wasser halten. Ich denke mal, dann hält sich das Ganze mehr oder weniger im Rahmen. Den Kosten. Ja, der Bursche, der hat noch einiges zu erledigen. Weil man muss ehrlich sagen, der hat zwar nur 4,5 Meter Arbeitsbreite, aber er kommt richtig gut voran. Muss ich schon sagen. Also ich glaube, da sieht man auch nicht unbedingt alle Tage. Wenn er so fleißig ist. Wirklich trotz der geringen Arbeitsbreite, muss auch wie gesagt 4,5 Meter. Das ist wirklich, glaube ich, heutzutage nur noch die Landwirte, die noch der Meinung sind, wir können oder müssen den meisten nochmal selber in die Erde bringen. Wenn ich da an uns denke, so eine, ja, so eine Federstar Tempo oder eine Amazone ED und das sind noch die alten Teile. 8 Reihe oder mir ist die 12 Reihe am liebsten. Die würde ich auch mega cool finden, wenn die mal in LS kommen würde. Ja, das sind so bei uns die Standardlegegeräte, damit der Mais in die Erde kommt. Also von daher ist es natürlich ja, eher so eine Arbeitsbreite für den Eigenbedarf. Gut, mag vielleicht auch Gegenden geben, wo wahrscheinlich der Lohnunternehmer mit sowas um die Ecke kommt, aber in unseren Breiten da 8 Reihen aufwärts, mit etwas kleinerem, da brauchst du heutzutage nicht mehr groß ankommen. Hinten die Ecke und dann machen wir da hinten den Streifen. Dass der einigermaßen vernünftig aussieht. Nicht sonderlich ordentlich gedüngt bzw. gekalkt, aber für den Zweck müsste es reichen und den größten Teil der Fläche haben wir schließlich auch erwischt. Also von daher sollte das mal so ungefähr passen.
Ich habe auch so schon diverse Vorstellungen, wie man vielleicht auch die Fruchtfolge, glaube ich, im kommenden der Zukunft nochmal gestalten könnte. Und zwar, wenn man es vielleicht so macht, jetzt haben wir ja Mais, kommt ja Mais auf die Fläche. Weil gedroschen dann ist sehr ölreichig. Also jedenfalls dann Felder, welche gepflügt werden müssen, dass wir die, also entweder direkt nach der Ernte pflügen oder Ölrettich drauf und damit im Flug unterarbeiten. In der Hoffnung, dass wir dann mehr oder weniger sicher die zusätzliche Düngestufe kriegen. Beziehungsweise, falls es im folgenden Jahr Mais drauf kommen soll. Ich wollte ihn vielleicht früh im Jahr Gras ansehen, den entsprechend dann umpflügen. Wenn er vielleicht sogar eine Wachstumsstufe dann wieder bekommen hat. Und ja, dann halt den Mais bringen. Main bringt eine Düngestufe, dann das ja, umpflügen, wenn das Gras eine einzelne Wachstumsstufe hat, bringt eine Stufe. So müsste man dafür an sich auch keinen Dünger einsetzen und man kriegt noch ein bisschen Geld zusammen. Ich muss mal eben gucken, wann ist eigentlich genau Aussaat von Gras alles. Gras würde sogar noch bis in November reingehen. Das wäre eher für ein. Ja, gut, das ist natürlich dann so eine Sache. Dann geht nur Gras. Dann bringt es eigentlich auch nichts mehr umbrechen. Dazwischen Frucht. Ja, das ist dann natürlich unschön. Ist irgendwas, was im November sonst noch angesät wird? Ja, Luzerne. Luzerne wäre so eine Sache. Ich glaube prinzipiell nicht verkehrt, aber da bin ich mir ehrlich gesagt auch unsicher, ob das so dann das Wahre ist. Ich freue mich jetzt schon irgendwie auf die Haferernte. Das wird glaube ich auch noch ein schöner Spaß. Allgemein, wenn wir da ein bisschen mehr hier on Tour sind, den Dreschern. Zumal große Karte, jede Menge Felder, also die Maschinen. Die können hier dann bis zum Erbrechen laufen. Von daher, da muss man eigentlich auch noch mal gucken, ob man da eventuell mal abfuhrgespannt technisch noch mal nachrüstet. Ich habe hier 1000 Ideen, wo man drin investieren könnte. Ich habe auch so einen Gedanken, vielleicht auch eine Biogasanlage aufzubauen. Vielleicht eine kleine am Anfang, aber immer eine Biogasanlage, zum Beispiel auch innerhalb des Jahres, die die Silage verkaufen kann. Ja, das wäre natürlich prinzipiell nicht schlecht, aber von welchem Geld soll das bezahlt werden? Das ist momentan so mein kleines Problem. Von daher muss man mal gucken, wie sich das Ganze nochmal in der Zukunft entwickelt. Ich muss ja auch nochmal gucken, wenn man jetzt die von Castor, die biomodulare BGR hier platziert, also wenn dann soll es so eine werden, wie das dann finanziell aussieht. Wenn man da jetzt zum Beispiel einen Ballen Silage reingibt, wie viel Geld man dafür rauskriegt, im Vergleich zu, wenn man das jetzt zum Beispiel hier zur Gärtnerei fährt, was im Endeffekt mehr Geld bringt. Das würde mich jetzt interessieren. Das natürlich dann zur schlechtesten Jahreszeit für Silage und natürlich dann zur besten Jahreszeit. Dass man dann so vielleicht einen groben Vergleich hat. So, wenn man Silage das ganze Jahr über verkaufen kann, das ist natürlich ein Vorteil, weil gewissen Maß, denn damit ja, hast du eigentlich das ganze Jahr über eine Dauereinnahme. Es sei denn, geht die Silage raus, aber wenn du mal ein paar Felder Mais hast, dann geht das alles. Aber ich würde dann noch an der Stelle sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Wenn ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn wir vielleicht dann mal ein paar Missionen nochmal spielen. Und damit tschüss und bis zum nächsten Mal.